Aber ich muss Der aber dazu Holocaust und sagen. alle fanden es witzig. Muss aber Als der dazu Kindergeburtstag sagen, wurde, du also. hast massiv gestört. Du bist auf der Beerdigung so alle am Weinen und plötzlich ruft einer, ey, guck mal da hinten, tote Hut und alle so. Ey, komm, lass mal Selfie machen. Ich habe schon drei mit dem Sarg gemacht, jetzt mache ich noch zwei mit dem Haufen da. Ich muss einfach dazu sagen, dass der Holocaust einfach so die Karte mit den meisten Fatalities ist. Von daher muss man die einfach ja, nehmen. neben Mortal Kombat Fatalities. Oh, Nyas mysteriöser Zwillingsbruder Werner ist schon wieder dabei. Und auch Sperma sein. Out of Sperma. Ich bin OS. Nimm das Out of Sperma sein. Nimm's Out of Sperma sein. Ich meine, sein letzter Kindergeburtstag wurde dadurch ruiniert. Wobei alle meine Freunde sind tot irgendwie soll ich mir auch. Ich kann mir das vorstellen, dass irgendwie, das weiß ich nicht, sagen wir mal, dass irgendein Opfer in den Raum kommt und sagt, ich hab nichts mehr. Alle meine Freunde sind tot. Und das am Kindergeburtstag. So, ich hab mich entschieden. Ich find's einfach super, so ein Loch in eine Melone zu bohren, dann loszulegen. Also ich war ja für mein Auto auf Sperma sein. Ich auch. Wie kann man denn Auto auf Sperma nehmen? Okay. Verdammt, was nehme ich da? Ich habe so viele Karten, die da jetzt gut passen. Oh Gott. Okay. Ob die deine Mutterkarte auch passen will? Oh, ja. Ja, ich habe zwei deine Mutterkarten gerade auf die Hand. Hört mal ab, vielleicht kommt irgendwas Gutes. Die hebe ich mir für bessere Situationen auf. Oh, die Arsch. Der Donnerblitz gewinnt. Wie kann man sich einen Donnerblitz in den Arsch stecken? Das ist ein Zufallstreffer. Hast du nie diese alten Comicfilme? Das war wahrscheinlich dann der Volltreffer. Diese alten Comicfilme, wo Zeus noch irgendwie Blitze wirklich in der Hand hatte. Sowas kann man sich doch locker in den Arsch stecken. Kaufen Sie jetzt und erhalten Sie gratis dazu. Na, was haben wir denn da? Ah, verdammt, der versteht den Insider nicht. Ah. Das LFR-Trauma. Feministen und grober Tankfehler. Chloroform, die einfache Lösung und Pferdesperma, das Elixier. Warum sollte man Chloroform als Pferde benutzen? Das gibt's gratis dazu. Das gibt's gratis dazu, Junge. Ja. Das Pferdesperma gibt's gratis dazu, zum Chloroform. Also da ich ein Fan von Vorurteilen bin, bin ich leider gezwungen, die Feministen und den groben Tankfehler zu nehmen. Danke. Der grobe Tankfehler. Das letzte, was Suse uns vererbt hat. Der grobe Tankfehler. Der grobe Tankfehler? Okay. Das ist ein Tankfehler. Ja, wenn der Tank Scheiße baut, auch wenn er keine Scheiße gebaut hat. Okay, nehme ich jetzt die oder die? Ach komm, die muss jetzt sein. Jetzt hat er deine Mutter gespielt, wetten. Bin ich so vorhersehbar. Deine Mutterkarte gibt es in drei Varianten. Ja, zwei davon hatte ich auf der Hand. Gib deine Mutter genervte Version und deine Mutter noch mehr genervte Version. Ja. Und das Problem ist aber, je mehr sie genervt ist, desto mehr wird sie OP. Ja. Also Verwandte auf My Dirty Hobby finden ist natürlich echt eine harte Sache. Ja. Kommen wir mal auf den Preis. Darüber einen Albtraum zu haben, da kriegt man schnell Albträume von, oder? Okay. Eine neue Bäre erschaffen, sie wandelt dich in. So, bin gespannt, was jetzt da kommt. So, blank. Ich bin blank. Okay, Admiral Akbar ist schon mal gut. Helikoptermann 2, okay. Roberto Blanco. Ja, geborenes Nationalsozial. Eine Kinderleiche. Ach du Scheiße. Wo sind eigentlich so Karten wie Josef Fritzl oder so? Die sind alle drin. Was auch will ich sagen? Frankkarte drin. Okay, also Josef Fritzl, Vater des Jahres. Der Roberto Blanco gewinnt das jetzt trotzdem. Ein bisschen Gas muss sein. Der Fritzl mit der Kinderleiche schon einher.
hätte es wissen müssen. War einfach eine ganz blöde Idee. Okay. Was war eine ganz blöde Idee? Ich hab okay. nur Scheißraten. Mann. Oh, da sind wieder ein paar richtig schöne dabei. Möses der, der Bibel Porno, was? Möses. Ist mir ein Rätsel, wie Luftballons voller Kokain eine ganz blöde Idee sein können. Es kommt drauf an, wo man sie transportiert. Erklär mir, wie du das in der Mitte machen willst. Das ist unmöglich als Mann. Du ein Böses der Bibelporno. Gott, gib mir die 10 Gebote, zuerst gebe ich dir was anderes. Dr. McCoy. Ich bin Dr. McCoy. Das war unmöglich. Crowd sieht voll nach vorne. Kein. Ja, aber das ist ja Dr. McCoy mit dem K und einem I. Okay, der passt hier jetzt irgendwie rein. Oh, ich bin Katze, super. Ich hab nichts Gutes. Nee, bei mir auf die Karte gibt's irgendwie keine gute Antwort. Nee, da, ich hab da auch nicht wirklich was Gutes. Der richtige Filmmeister Graf Porno bläst zum Zapfenstreich, aber ja. Die Zapfenstreichkarte gibt's da nicht. Aber auch schön zu wissen, dass ich extra so gut mit Pornos auskenne. Das ist kein Porno. Das ist auch in dem Video die 100 lustigsten Pornotitel zu finden. Der ist ab 16. Da passiert gar also, nichts. Versehentlich Heldentum ziehen und es dann auf Schamanen schieben. Netter ja, Versuch, Exe. Ja, man sieht nur, ob es Zeitkrümmung oder Heldentum war. Kinder vom Bobbycar treten und einen Freudentanz aufführen. Das finde ich gut. Andererseits. Ich wusste, der zieht. Es passt da, es geht ja nicht anders. Ich meine, irgendwo muss man ja hinblasen. Seltsam, dass Xeno die Schlappschwanzkarte kriegt. Die Regierung äußert sich heute betrübt über den Tod von... Also über den Tod wäre ich sehr betrübt. Das Fahrrad. Das Fahrrad hatten wir schon. Egal, kommen wir alle wieder. Irgendwann. Also nicht, dass es nicht schlecht ist. Wie halt aber. Fahrrad, wow. Erich Honecker. Oh, warum? We love you long time. Da war Erich Honecker, Junge. Ich bin so geil. Oh mein Gott, ein schillerndes. Oh mein Gott, ein schillerndes. Ich habe einen Meisterball mit deinem Namen drauf. Okay, wer jetzt die Pokémon raushauen kann, der soll es machen. Ja, stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich dann keine... Jetzt passen die Pokémon einfach. Ja, du bist nicht dran. Das Problem ist, die meisten Pokémon, die da auf den Karten stehen, kenne ich überhaupt nicht. Bei mir hat nach 250 aufgehört. Ein schillerndes Mew. Ich freue mich super, Knopf. Dass es. Gut, es sind immerhin 4 Pokémon-Karten drin. Ja, nein, das ist ein schillerndes Mew. Seit wann ist Herbert shiny? Wer ist der Spalter, und du der sich hier hält? Einfach ein scheiß lila Ball gegen den Kopf. Und Herbert so. Und er gewinnt auch noch. Ja, endlich. Ich bin da so am weitesten hin gewesen. Alter, wie er da alle auf 4 hängt. Hey, da wäre die Karte aber auch gut. Der hängt da mit 5 und ich hänge hier mit 8. Ich erwischte meine Mutter, wie sie es mit meinem Debile-Onkel Herbert. Ich könnte jetzt die nächste deine Mutterkarte mit reinschmeißen. Das wäre auch gut. Ich erwischte meine Mutter, wie sie es mit deiner Mutter dreht. Naja, aber gut, das hier könnte auch gut passen. Ich kenne den Insider von meiner Karte nicht, aber ich vermute einfach mal, dass es vielleicht passen könnte. Ich warte noch auf einen Einsatz für meine Karte Wifi, der kleine mobile Snack für unterwegs. Mifi? Wifi. Also. Wer spielt, wer ist am Arsch? Sandalen, Volks- ich bin von Judea. Oh Mann. Will man alles nicht sehen, oder? Der Mann, der früher mal Alter hieß. Oh nein! Das ist schön, weil das ich, ist echt ich hieß, bin, wenn man ich wenn man bin der Mann, der früher mal Alter hieß. Wenn die betreffende Person mitspielt, aber die Karte selbst nicht hat, das ist echt übel. Ich bin der Mann, der früher mal Alter hieß. Ja. Okay. Was ist jetzt für die ganze Familie? Überraschungsarsch ficken. Oh, die wäre gut. Scheiße, ich hätte was Gutes gehabt. Oh, ich hab was Gutes.
Okay, kulturelle Minderheiten brutal unterdrücken. Heil Hitler mit Whoopi Goldberg nach dem Ballbesitz. Schrumpfköpfe und Gurken der vegane Dill. Okay. Da. Ey Mann, kommt alle zu mir in den Whirlpool. Alter, nein. Kennt ihr schon meinen neuesten Film, Fister Act? Ich habe gestern erst irgendwie ein Video darüber gesehen, von so einem Typen namens Beichtstuhl oder sowas, der darüber berichtet hat, wie eine Schwester sich mit der Gurke selbst befriedigt, weil ihr Bruder diese gerne isst. Oh, ich habe eine Karte, die da total reinpasst. Also wenn die jetzt nicht gewinnt, dann bin ich traurig. Bodenkrebs weil, in allen drei Listen? Nee, es ist eine, die total Sinn macht. Na, ich bin gezwungen. Ich habe leider nichts. Muss. Und wenn die jetzt nicht gewinnt, bin ich traurig, weil die, weil eine passende Situation für die gibt es fast nicht mehr. Jetzt schon. Okay, die in der Mitte, die ist irgendwie gegen mich gerichtet, oder? Ja, ich habe extra, ich habe eine Menge neue Karten drin, die alle gegen dich gerichtet sind. Aber ganz ehrlich, wenn meine Karte jetzt nicht gewinnt, bin ich traurig. Alter, das Nein, die Karte muss, die muss gewinnen. Das mit Angelika Merkel ist eigentlich. Was? Wieso gewinnt mein positiver HIV-Test nicht? Der das ist passt. Ja nichts Neues. Wieso gewinnt meine Angela Merkel mit reichlich Käse eingerieben? Ja. Das ist doch wohl. Um und nicht vergessen, ganz tief unten auch einfach halten. Okay. Nur um Adolf Hitler zu treffen. Ja, ich hatte schon wieder zwei Blankkarten, aber ich will nicht einen Adolf Hitler scheinen, das ist langweilig. Ein Pokémon, schnell einen Ball. Dann nimm Josef Stalin, nimm Mussolini. Ah, es gibt die Hitlerkarte gibt's nur einmal. Ich habe nur als Alternative noch Adolf Hipster. Verstehe meine Karte wieder nicht. Igamaru? Das gefällt mir, davon gab's früher eine Menge. Was, die noch mehr genervte Version von deiner Mutter gewinnt nicht? Nein, die ist nicht okay genug. Die existiert ja doch noch gar nicht. Ich dachte erst, ich hätte Krebs, ich dachte, stattdessen war es nur. Ein positiver HIV-Test. Okay, ich nehme es einfach also mal hier. Also meins könnte man ziemlich leicht mit Krebs verwechseln. Ich muss die Karte wegkriegen, das ist zum Kotzen. Die kann ich auf nichts benutzen irgendwie. Die passende Antwort dazu lautet übrigens eine Rosine. Alter, das ist doch nicht mal, pass doch nicht mal die Karte rein. Super, Kai, die Frage, das ist expialigetisch. Okay, das ist von Mary Poppins. Ja. Das ist alles nicht so wirklich. Super, Kai, ach ja, den habe ich neulich erstmal in Englischunterricht geguckt, in Englisch. Das ist ein echt lustiger Film. Mary Poppins ist ein toller Film. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Was meinst du, hey, Volume 100. Im Loot gab es das heute wieder nur. Oh, Epic Win Karte! Verdammt, was? Jetzt musst du nur den Insider verstehen. Ja. Loot, Socken. Preisweise Pferdegerichte, die Attentate von Paris, Eichelkranzkäse, episches Klopapier ist gut. Episches Klopapier sind Umhänge. Aus der MOP-Zeit, als wir alle die Legendary-Umhänge hatten. Ja, genau. Die waren dann nur in den Kisten drin und ich meinte dann irgendwann, ey, das ist so episches Klopapier, weil ich war Plündermeister und das hat sich irgendwie festgestellt. Ja, aber der eine Sohn brauchte die Scheiße noch. Ich hatte genau. Das war das. Du bist halt Lootmeister und du kommst aus dem Raid raus und du hast 5-6 Umhänge in der Tasche und denkst, das kann doch nicht sein. Ja, weil keiner mehr die Umhänge gebraucht hat. Wir hatten alle unsere Legendaries. Okay. Oh, ich hab schon wieder die hier. Jetzt das heißt, wieder. Wenn du das mal aufpassen, wenn eine Karte zu oft kommt, dann muss ich die mal rausnehmen. Oh mein Gott. Ich mag meine Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott. Du kannst nicht ruhig oder der Holocaust. Jüdische Volkswollen. Arbeit macht frei, Flammenwurf. Ja. Der zieht die immer bei dir. Ey, meine Flammenkarten gehen heute alle schief. Es geht darum, Leute zu verbrennen.
Ja, aber Arbeit so macht... schlimm verbrannt, ey, das ist ein toter Asylant. Hey, hallo, Arbeit macht frei. Ich dachte, ich mach mal so eine intelligente Anspielung, anstatt einfach nur auszuschreiben. Aber intelligent. du musst die Karten dämlich schreiben, sonst funktioniert's nicht. Also gut, was reitet heute auf dem Glurak? Macht dein Argument total ungültig. Gaccio, Professor Eich, Tenopto, Räuber Fotzenglotz und Vic Medinight. Ich hatte auch Professor Arsch aus Analia City, aber die haben mich gerade nicht entdeckt. Okay, Professor Eich gewinnt. Ja! Ich glaube, er ist gerade gekommen. Ja, mehrfach. Hat mal jemanden Taschentücher? Ja, ich habe ja ganz viele. Okay. Wenn man jetzt Chloroform hätte, dann hätte man natürlich Glück. Ja, die habe ich leider schon benutzt. Wenn du mit meiner Karte Frauen ins bekommst, Respekt. Hardcore-Punkt. Psychokinese, das wird sogar funktionieren. Mich Monster von Aldi. Psychokinese ist der absolute Bringer. Hey, Vibe, was? Nee, Mann. Hey, was willst du mit dem Löffel? Zeig dir. Die Milchmäuse von Aldi, die sind so mächtig. Aber ich will mal sehen, wie einer mit dem Spruch, du schluckst doch, du Lu, deine Frau ins Bett bekommt. Ja, du kriegst sie nicht ins Bett, aber du wirst sie so wieder los, nachdem er super Das riecht hier so komisch, ist das vielleicht? Den Horus beim Scheiß. Die war schon raus. Leider. Ja. Aber ich habe auch Whiskas, du Fotze. Die ist auch schon raus. Warum bin ich Katze? Das ist kacke, mal gucken. Das kann nur Spritzgebäck vom Ficolaus sein. Nur nicht das einlagige Klopapier, deine ganze Hand ist voller Scheiße. Ja, aber. Dann steht aber nicht das einlagige Klopapier. Damit gehst du doch nicht raus. Deine Hand. Ja, trotzdem, ja. Das breitet sich doch außerdem auf den Raum. Selbst schuld, wenn du nicht die Hände wäschst. Also, das ist was für Loser. Okay. Ja. Probieren wir es mal einfach so rum. Ich habe keine Ahnung, ob das zieht. Ich habe auch keine Ahnung, ob was zieht. Okay. Im ersten schmeckt es aber. Du hast die anderen gar nicht gelesen. Was soll denn das? Da bin ich. Die ist gut. Das finde ich richtig gut. So, womit sollte er denn bestraft werden? 10 Völlig Liebe mit der Reitgärte auf die blanke Eichel. Die tiefsinnigen Texte von Scooter, okay. Obdachlos einen runterholen. Die nochmal durch... Oh Gott. Schade, die Karte hat Potenzial, aber die Antworten nicht. Ja, ich habe keine gute Antwort. Ich hätte keinen Auschwitz gelegt. Oder Hitlers Gasrechnung. Ich hätte ja auch ganz gemein sagen Sie können. Sie nennen ihn nicht umsonst den dreckigen Erwin. Katzenlady legen können. Hat im letzten Hotfix endlich genervt. Okay. Da muss jetzt eine rein. Reichtum. Gesundheit. Danke. Ach nee, das passt. Leider ist die Malte-Karte schon draußen. Wieso würde Malte sich selbst nerven wollen? What the fuck? die arbeiten jetzt nur noch halb so effektiv. Die sind die ganze Zeit mit Stehlen beschäftigt. Nein, die klauen jetzt noch mehr. Ja.
meine größte Leidenschaft Geld. Irgendjemand die Zwartronenkarte? Ja, ich habe es schon raus und die hat sogar gewonnen gehabt und mir fällt gerade auf, ich habe den Bildschirm vollgerotzt beim Niesen. Exe, komm her und leck's auf. Nein, nein, ich leck nicht alles, was nach Schokolade riecht. Also gestern, wo ich auf dem Klo war, da hast du es noch gemacht. Ja, aber... ich hatte Hunger. Oh, Mann. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Okay, hier, es sind sehr tolle Antworten hier schon wieder. Aber ganz ehrlich, der hier gewinnt. Muss auch. Danke. Dann kriegst du nächsten Monat erst recht eine Briefform im Keller. Ja, nicht du, der Kartenzahn. Alter, ich bin hier der Langhaarige-Bombenleger, du Drecksack. Ja, das ist mir egal. Die innovative Charter heute, der erfolgreich. Oh Gott, oh Gott. Och Mann, ich hätte sowas Gutes. Ich hab was Gutes. Stammringkämpfe haben wir auch schon mal. Oh, was macht man das? Ich hab meinen Sieger atmen festgenommen. Ja, auf jeden Fall. Die haben den Dreh raus. Aber sowas. Ja. Das in der Chartshow. Okay. Mehr als Karzer. Will ich mir die nicht für Crow aufheben oder. Boah. So, jetzt kommt der Fanservice, ich zieh mich jetzt mal aus. Ja, man sieht dich bloß nicht. Ich weiß. Gott sei Dank. Okay, ich heb mir die Karte jetzt echt mal für Crow auf. Aber Exe, es senkt trotzdem unsere Zuschauerquote und unsere Abonnentenquote um 2000%. Cool. Dann haben wir immer noch einen Zuschauer. Warum, wenn es um 2000% gesenkt wird? Es kommt drauf an, wie viel wir jetzt haben. Dieses Video wird nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Niemals. Ohne die Tonspur wird es vielleicht funktionieren. Ich muss auswählen. Ich hätte so eine geile Karte gehabt. Gut, ich habe wenigstens was Passendes. Okay, das ist doch eine. Horst Seehofer versetzt Flüchtlingsobergrenze ein. Es ist sehr effektiv. Oh. Aber das mit Nadine, das passt jetzt mal wieder, ne? War das eine Blankcard? Das ist keine Blankcard. Echt, das ist keine Blankcard? Das ist keine Blankcard. Die habe ich gerade, als die alle noch scheißen waren, noch ins Deck gepackt.